Gut Leute, ich setze nochmal ein Fußgebinde an. Also haben wir schon angefangen und ich zeige euch jetzt so kurz, wie es geht. Als erstes wollen wir uns die Schablonen-Seitenüberdeckung an. 18, 36, da kann ich nicht zählen. 18, 36. Dann suchen wir uns den Punkt, den wir nicht gehen möchten. In dem Fall gehen wir jetzt hier hin. Jetzt müssen unsere Fußsteine bis hierher gehen. Erster Fußstein, zweiter. Haken schon mal Fuß an. Moment, ich muss mal halten. Hin. Hauptrücken halten wir jetzt hier natürlich nicht so rein. Also wenn man das macht, dann später wieder zukleben. Jetzt gucken wir, also mit zwei Rauten kommen wir hin. Erste, zweite. Hier ist unser Punkt, wo wir ungefähr hin müssen. Kann ich jetzt ein paar Schäuble hauen. Anlegen. Ein paar Stücke näher, Guido. Wichtig ist halt auch, dass wir hier an den Punkt zusammenstoßen mit dem Rücken vom ersten Deckstein. Und dann zieht man hier so hoch. Die Überdeckung lässt man reichlich. 2 cm mehr wie das. Also man könnte noch ein bisschen einkürzen. Liegt ein bisschen besser. Ja. Ich lege jetzt mal hier noch einen kleinen Gummi unter. Das ist egal, was wir noch durch den Winter wieder hochkommen. So. Was wichtig ist immer, Fußlinie anzeichnen. So, jetzt haben wir eine kleine Raute. Die reicht schon verkehrt. Nee, reicht sie nicht, also verlängern es. Legen wir hier an. Dann ruhig ein bisschen hochziehen, so dass wir reichliche Verdeckung haben. Steig hoch, kann man fast lassen. Wie gesagt, Fußgas höher lassen, die Fußsteine, dann brauchen wir nicht unterbauen. Weil die Raute, der Binder, der dann kommt, der ist eh hoch genug. Und darum ist es egal, ob man jetzt hier mit dem Fußstein was höher geht. Höher ist besser wie tiefer. So. Als nächstes reißen wir uns die Fußlinie wieder an. Fällt mir jetzt natürlich hier hinten. Wir haben sie angemalt, ein bisschen Verlängerung. So, jetzt müssen wir uns nochmal die 18 anmalen. 18. Gut, können wir da alle einmal. 18. 30, 18, den brauchen wir nicht. So. Brauchen wir einen Binder. Da hast du schon eine große Haut, oder was? Das ist okay. Hier haben wir einen wunderschönen Binder. Das sieht gut aus. Den brauchen wir erstmal hoch. Legen wir uns jetzt schön her. Jetzt haben wir einen Deckstein.
dann Deckstein oder Spitze an unserem 18 cm Strich. Kann man Binder noch ein Stück vorziehen. Ja. So muss alles sein. Hier 1 cm, mindestens 1 cm auf den Binder drauf gehen. Reichen die Überdeckung. Jetzt reißen wir uns das an. Der Binder sollte auch 2 cm höher sein, Kopflinie von dem Deckstein. Sollte man halt, der erste Deckstein sollte ein dickerer Deckstein sein. Dick aus dem Grund, weil wir hier anstoßen müssen mit der nächsten Spitze. Da hat man ja einen Fußstein, Deckstein und dann müssen wir noch drüber kommen. Also hier einen dicken Deckstein. Sorry, ist es zu dunkel fürs Video. Geht immer drei Nägel in der Hand nehmen. Dauert nicht zu lange, jeden einzelnen Abschlag. Hier kann man einen dicken Deckstein nehmen. Dann mit dem Tal reinlaufen. Ja. Dünn, weil wir hier dagegen stoßen. Ja, das sieht perfekt aus. Der Guido ist ein guter Kameramann. Die Löcher sollten nie unter der Fußlinie sein. Also hier ist die letzte Fußlinie. Ich habe jetzt ein Loch reingehauen. Tut mir leid, war keine Absicht. So, dann einfach mal hin. Schön rausräumen, ganz wichtig. So. Gehen wir sehen.
Erster Fußstein, zweiter Gebindestein. Hier setzen wir jetzt wieder an. Mit dem ersten Fußstein. Hier kommt endlich der Fuß hingelangt. Hier werden wir schmieren. Wichtig ist, hier nicht zu weit runter zu gehen. Ich halte hier immer, sag ich mal, 8 bis 12 cm ein. An der Stelle. Jetzt bin ich mit dem Tiefer gegangen. Bei Schuppen kann man nicht viel schieben. Bei Altdeutsch kann ich jetzt sagen, okay, ich mache schmale Decksteine. Also hier haben wir jetzt bei Schuppen, muss ich wieder an die 18 cm halten. Prost! Guido, danke für das gute Film. Hast du gut gemacht, hoffe ich. Mal sehen, was aus dem Video rauskommt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das Video teilen könntet. Wie immer halt. Okay? Wir haben euch lieb.